Ja, hallo. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kiwis Stricklust. Schön, dass du mir wieder über die Schulter schaust, dass du den Weg hierher gefunden hast. Vielleicht durch Zufall, weil dir das Video vorgeschlagen wurde oder du ja schon ein Abonnent oder ein treuer Zuschauer meines Kanals bist. Ich bin Kiwi, eigentlich Kirstin, aber werde Kiwi genannt. Mich gibt es jetzt über 6 Jahre hier auf YouTube. Falls du meine Videos noch nicht kennst, dann, wenn du zurückgucken möchtest, hast du eine ganze Menge vor. Wir sind bei über 230, ich glaube sogar 240 haben wir jetzt fast. Genau. Und ich berichte hier regelmäßig aus meinem Strickzimmer, aus was Stricken ja mein Hobby ist. Natürlich werde ich auch ab und zu Garne in die Kamera halten, heute auch wieder. Aber ja, dazu sage ich dann an entsprechender Stelle etwas, weil nicht jeder interessiert sich dafür. Aber ich denke mal, es lohnt sich. Zurzeit in meinem Shop, die Werbung hier oben, sprich Dauerwerbesendung, gibt es ja im Moment, da wir ja so einen doofen, tristen November haben, gibt es bei mir im Shop den ganzen November über versandkostenfreie Lieferung bei jeder Bestellung. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Vielleicht interessieren euch die neuen Garne, die eingezogen sind. Das sind Non-Superwash-Garne. Verschiedene Qualitäten, nur Schurwolle, was Alpaka-mäßiges ist bei. Und ja, also eigentlich für jeden so ein bisschen was, dazu sage ich dann was. Ich werde eventuell auch noch so 2, 3 Fotos mit einblenden. Ja, aber wir starten erstmal mit dem Strickigen. Und ich habe eine Menge gestrickt, aber ich kann euch nicht allzu viel zeigen. Also ich habe eine Sache, die kann ich euch gar nicht zeigen. Die läuft so im Hintergrund. Geht ja auf Weihnachten zu, aber ich habe an meinem Pullover weiter gestrickt, und zwar dieses UFO, was ich rausgekramt habe, was mal unbedingt fertig werden soll, und ich bin schon ganz schön weit, also viel brauche ich nicht mehr, dann kann ich nämlich das Bündchen ranstricken. Ich habe ihn jetzt extra auf 2 Nadeln gezogen. Sprich, eigentlich wollte ich ihn mal anziehen. Ich glaube, ich mache mal ein kleines Päuschen, ziehe ihn an und dann ziehe ich mich wieder um. Das machen andere ja auch. Für euch ist es ja nicht lang. Jetzt habe ich mich hier verheddert im Bügel. Das sind noch so eine alten Bügel mit so Nägeln. Und da bleibt ab und zu mal das Strickstück hängen. Also mache ich nochmal auf Stopp. So, da bin ich wieder. Ja, soweit kennt ihr ihn ja. Im Grunde genommen, wenn ich sitze, geht er mir bis über den Bauchnabel. Ich stehe auch mal auf. Ihr wisst, also manch einer würde ja jetzt sagen, Bündchen ran, der ist cropped. Aber ich mag das eigentlich nicht so von der Länge. Ich denke mal, ich werde noch so 3, 4 Zentimeter stricken, so 3 Finger breit, dann bin ich ungefähr hier, und dann kommt noch das Bündchen ran, so dass ich ungefähr 10 cm den Pullover noch stricken muss. Es strickt sich ja weg, es sind ja nur noch die Runden. Die Ärmel sind ja schon fertig. Ja, Gott sei Dank habe ich die noch nicht vernäht, weil das Bündchen werde ich noch mal umändern. Ich möchte nämlich genau das gleiche Bündchen stricken, wie ich hier oben am Hals habe. Das finde ich nämlich wunderschön. Und ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Hier oben ist, wie gesagt, das Muster auf den Ärmeln. Und genau das gleiche Muster gibt es ja hier vorne auch. Das war ja das Muster, was ich... Oh, jetzt wollte ich mich gerade vor euch... Oh nein, um Gottes Willen, ich mache gleich wieder auf Stopp. Ich wollte euch das nur zeigen. Und zwar... Jetzt stehe ich nochmal auf, dann muss ich es nicht nochmal. Hier ist der... Maschenmarkierer, da war ich beim letzten Mal, und das ganze Stück ist jetzt rangekommen. Es wird ja nur in Runden gestrickt, und hier hat man dann diese 6 anderen Maschen
mit dieser kleinen Verzopfung und den linken Maschen dazwischen, sodass da es nicht ganz so eintönig ist. Ja, ich glaube, ein klein wenig figurbetont ist er, aber ich hoffe mal, dass er dann noch ein klein wenig wächst. Und zwar, wenn ich ihn wasche. Genau. Das Garn, was ich da verwende, hatte ich schon letztens in die Kamera gehalten. Das hat sich nicht geändert. Das ist immer noch von King Cool die Majestic in die Kehstärke. Das heißt, von der Lauflänge her hatten wir gesagt, 121 Meter haben 50 Gramm. Und das ist ja ein super, also sprich Premium Acryl, dann haben wir super Waschwolle noch drinne, 50%, 30 Premium Acryl, 20 Poly. Also man kann es, ist pflegeleicht, ist natürlich eigentlich das perfekte Garn für Kindersachen. Ab in die Waschmaschine und dann war's das. Genau. Ich habe noch ein paar Knäuel, also ich kann noch gut und gerne so ein Stückchen ranstricken und ja. Ich werde mich jetzt wieder umziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt nimmt er wieder auf. Ich bin wieder zurück. Ich habe die Jacke ausgezogen. Also die Heizperiode hat ja schon vor einer Weile begonnen und es ist angenehm warm. Die Jacke wärmt wirklich super, obwohl es nur Sockenwollstärke, also Vierfachwolle ist. Und trotzdem war mir jetzt echt zu warm. Vielleicht auch an, ausziehen. Ne, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. So, also, das ist oder wird das gute Stück und ich bin schon gespannt, wie er dann wird. Also, sprich, 10 cm muss ich noch. Hier war ich, wie gesagt, beim letzten Mal und das ist dazugekommen. Ich finde eine ganze Menge. Ich hatte ja auch ein Zoom-Meeting gestern mit unseren Klapsbändern. Da habe ich auch noch dran gestrickt. Das ist dann immer, ja, da braucht man nicht großartig überlegen. Ich trinke übrigens wieder Käffchen und ich hoffe, du hast ja auch was zu trinken gemacht. Wir wissen ja, trinken ist wichtig. So, Haare sitzen. Also das Bündchen wird nochmal verändert. Das habe ich so gemacht wie beim Hannes-Sweater. Aber ich möchte gerne wieder dieses durchbrochene Rippenmuster haben, weil ich finde, das sieht so toll aus hier oben am Bündchen. Und das will ich dann natürlich unten auch machen. Da wird es dann ungefähr so 3-4 cm sein. Ich stricke mit einer 3,5, glaube ich, ist das. Ich habe ja so ein Teil hier, ja, 3,5. Auf der Banderole steht 3 bis 4, glaube ich. Eine 4 steht drauf. Aber ihr wisst ja, der eine strickt mehr locker, der andere braucht vielleicht eine 4. Manch einer würde die Wolle auch mit einer 5 verstricken. Ich finde sie für meine Verhältnisse mit einer 3,5 super. Und ja, bin sozusagen bald fertig. Also dieses UFO, was ich ja von 23 zu 24, glaube ich, mit rüber geschleppt habe, wird auf alle Fälle dieses Jahr noch fertig werden. Und ja, da werde ich mein Augenmerk jetzt auch drauf legen. Neben den anderen Kleinigkeiten, die ich gestrickt habe, das war damals zu Potte kommen, dass dieses ein Ende hat. Genau. So, dann möchte ich mich nochmal bei euch bedanken. Also das ist nicht das Minecraft-Muster, sondern das ist das mit dieser Hebemasche. Man strickt so und zu viel, dann sticht man tiefer ein. Ich habe es jetzt wieder gefunden und ich zeige euch das auch. Es sieht so ähnlich aus wie das Minecraft. Aber da ist immer so eine langgezogene rechte Masche zwischen. Hier, hier und hier. Und hier ist auch so eine lange. Hier auf dem Orange, glaube ich, sieht man das gut.
dass man hier immer so eine lange hat, die dann immer zwei, drei Reihen, ich glaube, drei Reihen geht die. Wenn ich das nicht so hinkriege, dann mache ich das Minecraft-Muster. Also vielen Dank für eure ganzen Hinweise. Das sieht fast so ähnlich aus und ich glaube, am Fuß sieht es dann keiner, ob ich das Muster auf dem einen Socken und das auf dem anderen Socken habe. Die werden jetzt auch fertig gestrickt. Ich gestehe, ich habe nicht weiter gestrickt, weil ich war ja im Schalkragenfieber. Genau. Und ich habe da ja beim letzten Mal gesagt, ich habe da so und so viel auf der Nadel und ich habe da etliches ausprobiert. Ich habe Kindergröße gestrickt, also kleinere. Ich weiß, dass es jetzt auch so eine Anleitung gibt von. Ich verlinke es euch. Ich weiß, jetzt schreien alle wieder den Namen. Also, ich habe diesen. Das war ja mein erster, glaube ich. Dann habe ich den noch gestrickt. Dann habe ich diesen gestrickt. Dann hatte ich ja gesagt, ich probiere das aus mit der Zilo aus meinem Shop. Da hat ein Strang gereicht. Also ein Knäuel ist das ja. Einmal 50 Gramm. Auch super. Das ist ja das mit der Alpaka. Das hat sich mein Mann schon reserviert, weil er das so schön kuschelig findet. Also 1, 2, 3, 4. Dann habe ich mal einen gehäkelt. Jawohl, ich habe gehäkelt. Und zwar muss ich sagen, ist der aber nicht so schön dehnbar, wie, obwohl ich habe schon die 6er Häkelnadel genommen. Vielleicht hätte ich auch noch eine Nadelstärke höher rangehen müssen, dass das noch lockerer wird. Aber selbst. Also wer jetzt sagt, ich kann ja nicht stricken und so weiter, es geht auch gehäkelt. Das habe ich ausprobiert, das sind nur feste Maschen. Ganz einfach nur feste Maschen. Dieses, ja, im Netz gibt es 25, 40 hoch, 25, 35, 30. Ich glaube, da kann jeder so denken, wie es ihm passt. Natürlich, wenn man es mit einer sehr flauschigen, kuscheligen Wolle strickt und mit großen Nadeln. Ich habe ja die 5 oder, nee, 5er, 5,5er und 6er hatte ich. Wenn man es länger macht, dann hat man natürlich ein bisschen mehr Volumen dran. Das kann ja dann jeder so machen, wie er möchte. Ich habe auch mal hier noch so einen kleinen aus so einer Restewolle gearbeitet. Der ist gestern Abend fertig geworden. Das ist dann mal so ein Effektgarn. Und da war wirklich, also der Rest hat wirklich gereicht. Es waren, also für die Größe, ich denke mal, das wird eher so eine Kindergröße sein. Habe ich gebraucht, weil das ja ein Restknäuel war und ich habe das abgewogen und das waren 65 oder ja, also keine 70 Gramm, eher ich glaube 65. 65 und ich habe wirklich Punktlandung und ja. Aber selbst ich passe rein. Aber ich denke mal, das ist so ein richtiges, schönes, buntes Teil. Das könnte ich mir bei meiner Nichte oder Großnichte, das sind ja von meinem Neffen die Kinder, da könnte ich mir das nämlich sehr gut vorstellen, dass eben das Mädel diese bekommt und dass der Junge dann diese bekommt und dann können sie beide auch reinschlüpfen. Also das war so jetzt die Produktion. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin noch nicht am Ende. 6. Zu dem hier habe ich dann passend noch gestrickt ein Stirnband. Ne, nicht zu dem. Doch, zu dem hier habe ich noch passend ein Stirnband. Das muss ich aber noch zusammennähen. Da bin ich mir noch nicht schlüssig, ob ich das jetzt so lasse und das so dann als Set verschenke.
oder ob ich das wieder mit dieser Technik mache, wie wir das alle im letzten Jahr massenweise mit dieser Zusammenschieberei, und dann hast du sozusagen vorne, wartet, so, also einmal von links, einmal quer, dann schiebt, hier muss noch ein Faden vernäht werden, dann schiebt man das ja hier so rein, dann näht man das hier oben zusammen, dann dreht man das um, zuppelt, und wenn das dann richtig fest ist, hat man hier vorne diesen Twist. Da bin ich mir, wie gesagt, noch nicht schlüssig, ob ich es mit Twist mache. Ich finde es natürlich auch nicht schlecht, wenn man einfach mal so ein Stirnband hat. Ich fand auch von der Größe her es wirklich gut. Ich glaube, das waren ein bisschen, sind es 10 cm. Ich hatte doch extra gemessen. Ja, 10, sogar glaube ich 11 cm. Ist ja alles ein bisschen locker. Aber auch alles mit diesem Garn, das sind ja 100 Gramm, 100 Meter. Und da habe ich natürlich noch was übrig. Ich habe ja nicht alles verbraucht für das Stirnband. Da ist noch so ein Ball über. Ja, ich werde sehen. Also hier war das Teil, dann habe ich abgekettet, dann habe ich mit dem Rest gestrickt noch, und dann habe ich ihn angesetzt von da. Vielleicht kriege ich hier aus diesem, das wird ja dicke so viel sein, da kriege ich garantiert, wenn ich das jetzt hier rum mache und nochmal, da kriege ich nochmal Stulpen. Also dann wird es ein richtiges Komplettset. Entweder Stulpen mit Daumenkeil oder mal ganz einfache ohne, und dafür eben halt ein bisschen länger. Dann kann derjenige, ja, dann hat man die wirklich bis hierher. Nicht nur so eine kurzen Stulpen, sondern wirklich mal bis hierher. Und genau, dann werden sie so zusammengenäht an der Seite, oder ich stricke in Runden und dann schmeiße ich ein paar runter, also sprich, nehme welche ab. So vier. Nächste Runde nehme ich die vier wieder auf, und schon habe ich einen Schlitz für den Daumen, und dann geht es einfach weiter hoch. Richtig. Und dann habe ich ja noch gestrickt, noch einen, so einen kleinen. Auch wieder für ein Kind habe ich mir das gedacht. Der ist nämlich auch fertig geworden. Den muss ich aber noch zusammennähen. So sieht das aus, wenn das fertig ist. Der ist halt für ein Kind gedacht. Oder für eine kleine Person. Dann wird der ja hier zusammengenäht. Und dann klappt das sich ja selbstständig um. Und dann hat man hier auch wieder so ein. Und da habe ich auch wieder einen, weil ich habe einfach mal auf Musterstricken Lust gehabt. Und da habe ich einfach auch noch mal ein Stirnband gestrickt, auf der Seite so, das ist innen und das ist außen, so dass ich da dann jetzt auch noch ein Stirnband habe, und das bleibt garantiert als ohne Twist, weil da ja dann sonst das Muster innen drinne, ich glaube, das geht denn nämlich nicht, wenn ich das jetzt hier. Dann sieht man das ja. Habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Gut, dass wir mal drüber reden. Ach, das ist doch immer schön, wenn ich so eine Freundin auf der Couch habe, die mir dann hier ein paar Tipp gibt. Da wird zusammengenäht. Und dann könnte man das umstülpen. Ja, geht auch. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, wie ich es zusammennähe, ob ich die Außen- oder das Innenmuster. Ich stricke. Ich weiß nicht. Also das war so meine ganze Beschäftigung die letzten Tage. Genau. Eine Mütze muss ich noch mal rippeln. Die gefällt mir doch nicht. Das wäre jetzt auch so zu diesem Loop. Das ist genau die gleiche Wolle. Wo haben wir jetzt das Knäuel? Das ist ja diese 100% Woll, da habe ich,
Die will ich aber noch mal aufribbeln und dann, da hatte ich dann mal probiert, da habe ich nämlich erst ein Stirnband gestrickt und dann habe ich aus Maschen aufgenommen und dann habe ich nämlich eine Mütze hochgestrickt. Kann man machen, aber so ganz gefällt es mir nicht. Ich weiß es noch nicht, ob ich sie lasse oder ob ich die ripple und noch mal neu mache. Ein Knäuel habe ich dann noch, also da wären jetzt die Stulpen von. Ja, das war so meine Beschäftigung in den letzten Tagen und dann, wie gesagt, an anderen Projekten, wo ich nicht drüber reden darf, kann, will. Aber zu den Maschenproben bin ich auch nicht gekommen. Am Wochenende ist die Lieferung von der Firma C. Hava eingetroffen, wo ich ja mal die Garne bestellt habe, die sind schon im Shop drinne. Und wie gesagt, im Moment spart ihr die bei jeder Bestellung die Versandkosten und ja, das macht jetzt schon sich bemerkbar. Wenn wir daran denken, im nächsten Jahr werden die eventuell, ja, wir müssen die wahrscheinlich nach oben anpassen. Jeder hat es wahrscheinlich jetzt in den Nachrichten gehört, Porto steigt. Ich weiß auch nicht, wo das enden soll. Mit der ganzen Lieferei und so weiter. Okay, wenn meine Postboten, die immer für uns hier zuständig sind, Dienst haben, klappt alles wunderbar. Hast du mal irgendeine Vertretung mit bei, dann kannst du manchmal dein Paket suchen. Oder es kommt mal was abhanden. Hatten wir jetzt auch schon. Also, deshalb war ich zufrieden, dass die Wolle von Cihava eingetrudelt ist. Und da habe ich ja das Natur, sprich die Schurwolle, ich sage Naturgarn, weil es ist Naturgarn, was ich im letzten Jahr verstrickt habe, mehrfach für Appelbanne, für die Rieslook und den Rieskaul. Genau, das ist ja das Set, was mein Mann hat. Und ich kann euch hier nochmal den Kaul in die Kamera halten. Das ist aus dieser schönen Wolle, das ist ja ein richtig tolles. Also ich liebe dieses Garn und ich weiß, ihr mögt das auch. Es gibt eben halt solche Leute, die mögen ganz weiche Wolle und es gibt aber auch Leute, die mögen Naturgarne, Non-Superwash-Garne, weil sie doch ein bisschen griffiger sind. Aber ja, ob es nur kratzig ist oder nicht. Also ich finde es nicht kratzig. Selbst mein Mann findet es nicht kratzig. Der hat das den letzten Winter über, die letzten Tage im Winter noch angehabt. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, irgendwann Anfang des Jahres oder war es sogar Ende des Jahres, wo ich die damals gestrickt habe für sie, die Mütze genauso. Das ist ja ihr Muster. Da hat sie ja so eine ganze Kollektion. Nicht nur diesen Kaul. Ich mach mal. Also, das ist genauso so. Und dann hast du den hier vorne. Es gibt, glaube ich, noch eine größere Variante. Da geht der über die Schulter. Wenn man jetzt zum Beispiel Homeoffice sitzt und man möchte es ein bisschen wärmer haben, da ist dann auch der Kragen, glaube ich, ein bisschen weiter. Aber das ist ja jetzt wirklich so ein Teil, was in die Jacke reinkommt. Und das ist, wie gesagt, aus diesem tollen Garn gestrickt. Und es fühlt sich super an. Es hat sich super verstricken lassen. Und natürlich habe ich auch alle Farben wieder im Shop drin. Ich glaube, das sind 7 oder 8 Farben. Wo ist jetzt mein kleiner Idiotenzettel? Hier, der ist natürlich nach unten gefallen. Ich zähle mal kurz auf. Naturweiß, hellgrau, mittelgrau, dunkelgrau, beige, mittelbraun und dunkelbraun. Das helle Braun, das sieht so aus. Das habe ich jetzt nochmal bestellt. Da will ich nämlich eine Mütze von stricken. Erstens mache ich eine Maschenprobe nochmal für euch, damit ihr das seht. Also mit Nadelstärke 3 bis 4. Da könnt ihr dann. Ja, wer jetzt sagt, ich bin Lockerstricker, ich mache die mit 2,5, dann strickst du eben halt mit 2,5. Das ist ja dann deine persönliche, na nicht dein persönliches Gusto. Also jeder Mensch
ist anders, jeder Mensch strickt auch dementsprechend anders. Und das ist sozusagen das helle Braun. Das war, glaube ich, das dunkle Grau. Nee, das Mittelgrau. Das war das Mittelgrau damals. Wieder im Shop drin. Ihr könnt euch da auslassen. Ihr könnt bestellen. Ich habe das jetzt so eingerichtet wie bei der Firma Holz. Ihr bestellt die. Ich rufe bei der Firma an und 2, 3 Tage, also eigentlich nicht so. Es ist ja aus Deutschland eine Firma, die Seehaver. Und 2, 3 Tage später ist das Paket hier und ich schicke es weiter. Also da habt ihr dann nicht einen Versand von 3 Tagen ungefähr, sondern ihr habt einen Versand von 5 Tagen. Genau, wenn die Post mitspielt. Das müssen wir ja immer noch sagen. Und dann habe ich das Garn auch noch in 200 Meter Länge, echt 225er. Das habe ich ja auch schon im Shop drinne. Da sind jetzt die hellen drinne. Natur ist das ja. Und ich habe die ja auch gefärbt gehabt. Das war das ganze Jahr drin. Ich glaube, die ist jetzt auch in der Restekiste drinne. Da gibt es ja noch diese 3 Farben. Pullovermenge ist auf keinen Fall mehr drinne. Nachgefärbt bekomme ich die auch nicht. Ihr wisst, es gibt nur Geschwister, keine Zwillinge. Also das bringt gar nichts. Ihr könnt jetzt nur sagen, okay, ich möchte eine schöne Mütze, vielleicht als Colorwork Mütze. Da ist ja so eine Schurwolle super, weil es Non-Superwash-Wolle ist. Oder ihr möchtet Handstulpen stricken, auch ein Kaul, in welcher Art auch immer. Ob nur so. In der Technik, dann seid ihr ratzfatz fertig. Einfach das Rechteck hoch, entweder 25 breit und 35 oder ihr macht 40, 45. Demzufolge wird es ja größer und ist ja dann auch wieder jedem seine Sache. Ich habe auch die kleineren für Kinder, da habe ich nicht 25, da habe ich glaube ich 20 cm und habe nur 25 cm in der Höhe, sodass das dann für einen Kinderkopf passt. Obwohl Kinderköpfe ja fast wie Erwachsenenköpfe sind, ein bisschen kleiner sind sie. Also wie gesagt, die sind ja auch noch drinne. Guckt ruhig rein, in der Schnäppchenecke ist noch ein bisschen was drin. Ich habe gesehen, da wurde jetzt schon viel eingekauft. Und jetzt komme ich zu diesen 3 neuen Sachen, die ich mit im Shop drinne habe. Aber auch Naturgarne. Und da fange ich mal mit dem für mich besten eigentlich an, 100% Alpaka. Und zwar haben wir da auch 8 Töne und ich habe jetzt hier das Hellgrau. Hellgrau oder Silbergrau. Und das ist wirklich 100% Alpaka, das ist kuschelweich. Ja, wer gerne Naturgarne mag, ob Merino, ob Schurwolle, ob Alpaka, der weiß so 200 Meter auf 100 Gramm. Dann hatte ich mir das noch aufgeschrieben, irgendwo die Nadelstärke, genau, ist eigentlich mit einer 4. Es ist auch vierfach verzwirnt. Und vierfach verzwirntes Garn, 200 Meter, also eine schöne Dikeewolle. Natürlich ist jetzt im Winter viel Dikeegarn drinne. Und das könnt ihr bestellen in den verschiedensten Farben. Ich lese mal kurz vor, weil alle kann ich mir nicht merken. Weiß, beige, rotbraun, kastanienbraun, ein Naturschwarz, ein Hellgrau, ein Anthrazit und ein Schlammton haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, alle 8 habe ich genannt. Wer gerne mal probieren möchte für eine Mütze, für so einen Kaul, zwei, also der wird garantiert einen richtig schön diesen Schalkragen daraus für wen auch immer stricken können. Dann könnt ihr das nämlich ausprobieren, wenn er jetzt nur für einen Kragen oder für ein paar Handstulpen und eine Mütze. Nehmt da mal ein, im Moment spart ihr ja die Versandkosten und dann könnt ihr nochmal bestellen, wenn ihr die zu Hause habt, wenn ihr die angefasst habt, wenn ihr da gestrickt habt und
sagt, ja, ich würde da auch gerne eine Jacke oder so von nehmen, weil, na, dann kann man das auch. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich die Lima, das ist eine Schurwolle mit Tussa-Seide und Leinen drinne, 50% Schurwolle, 25 Leinen, 25 Tussa-Seide, also kommen wir wieder nach Adam Ries auf 100, 350 Meter auf 100 Gramm, Nadelstärke 3, ist auch eine vierfach verzwirnte, und die gibt es in diesem Ton, die gibt es wirklich nur in diesem Ton. Und da sieht man auch noch ein bisschen die Leinenfasern, aber es ist robust, es ist aber nicht kratzig. Okay, ich weiß jetzt, eine ganz bestimmte Person wird sich jetzt wieder angesprochen fühlen. Ich grüße dich. Es ist nicht weich. Also es gibt ja wirklich welche, die können sowas nicht abhaben. Also ich bin da überhaupt nicht. Ich mag so eine Wollen und ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Und mit 350 Meter auf 100 Gramm Nadelstärke 3 kann man eine schöne Mütze oder Loop, Handstulpen. Man kann natürlich auch, wenn man das mal dann probiert hat, gerne ein Westover, zwei Stück, da hast du 700 Gramm. Ich meine, wenn du nur ein Persönchen bist und dir reicht eine S oder eine XS, dann reichen dir zwei Stränge, ansonsten drei Stränge. Dann hast du einen schönen Westover. Und das ist ja, wie gesagt, das wärmt ja auch, weil da ja Schurwolle mit drinne ist. Genau. Die Schurwolle kommt aus Peru, genauso wie die Alpaka. Das Alpaka-Garn kommt direkt, bezieht die Firma aus Peru. Sag ich gleich dazu. Genau. Und dann habe ich noch was ganz, ganz Tolles, wie ich finde. Und da muss ich unbedingt, da habe ich gesagt, da werde ich das mit einem anderen schönen Garn von mir kombinieren und muss das unbedingt als Tuch verarbeiten. Und zwar ist es die Tibet. Und da ist drinne richtig feine Merino. Also das ist wirklich auch ein Traum. Dann haben wir Yak drinne, 20%, also 60 feine Merino-Wolle, 20 Yak und 20 Maulbeerseide. Und das ist wirklich ein richtiges Träumchen. 100 Gramm haben 366 Meter. Es ist ein dreifach gezwirntes Garn. Das könnt ihr hier oben ja schon sehen. Ups. Da sind drei so eine Fäden. Dreifach verzwirntes Garn und da kann man ein Tuch von machen. Man kann natürlich das mit dem Beilaufgarn, gibt es aber auch wieder in Naturweiß und in Silbergrau. Also die beiden Farben gibt es. Naturweiß und so ein Silbergrau. Könnt ihr auch beide zusammen also das Alpaka hat ja auch dieses helle Grau. Könnte man zum Beispiel auch super als Kombi machen, wenn man jetzt ein schönes Tuch machen möchte. Oder ihr habt noch einen anderen Strang bei 366 Meter. Da passt auch ein schöner Fingering-Strang dazu. Vielleicht habt ihr ja von Unken Wollfest noch einen tollen einzelnen Strang. Und der sucht eben halt ein bisschen was Besonderes. Kann ich euch da die Wolle wirklich empfehlen. Genau. Das waren nämlich jetzt so meine Wollen, die jetzt im Shop drinne sind. Denkt dran, Versand im Moment für November Niende, sprich null. Ich habe es auch extra nochmal dick auf der Startseite, damit ihr das seht. Ich hatte auch die Newsletter rausgeschickt, dass meine Newsletter-Abonnenten Bescheid wissen. Also wenn ihr da, also ich arbeite dran, dass da mehr kommt mit den Newslettern, aber so das Allerwichtigste, wenn irgendwie was ganz Wichtiges ist, da schicke ich immer ein Newsletter raus. Dann abonniert im Shop, also unten kann man sich anmelden für den Newsletter und dann verpasst ihr das nicht. Weil nicht jeder ist auf Instagram unterwegs, wo ich ja auch meinen Instagram-Account nur für das Oderdeichschaf habe
und den privaten von Kiwis Stricklust. Ich mache zwar bei manchen Sachen dann immer von da nach da, weil der Oder Deichscharf Account auf Instagram noch nicht so viele Follower hat. Der kam ja auch erst später als der private. Und deshalb habe ich das da. Und shopmäßig habe ich es auch angekündigt. Und jetzt sage ich es hier auch nochmal. Auf TikTok findet ihr mich nicht so aktiv. Das ist irgendwie, ist nicht meine Generation, muss ich sagen. Ich habe schon zwei, dreimal was versucht, auf TikTok mit hochzuladen, aber wie gesagt, das muss ja jeder selber entscheiden, was er macht und wie er es macht. Und demzufolge, es gibt, wie gesagt, mein Newsletter, es gibt auf Instagram die Werbung, es gibt hier die Werbung in dem Sinne und dann gibt es die Mundpropaganda. Und dann für die Leute, die dann auf dem Markt sind und mich da besuchen kommen, die können die Wolle dann auch wieder vor Ort anfassen. Natürlich auch, wer mal in der Nähe ist und einfach so vorbeikommen möchte, anrufen, damit ich auch wirklich vor Ort bin. Und dann kann man da mal ein Pläuschen machen, wenn ihr hier irgendwelche Verwandtschaft habt, die besucht und dann einfach mal vorbeikommen möchtet. So, und was habe ich sonst noch? Das Einzige, natürlich hattet ihr ja, ich habe es ja reingeschrieben, natürlich habe ich letzte Woche, ich komme nach Hause und habe freudestrahlend die Nitter in der Tasche und mache den Briefkasten auf und was sehe ich? Die Nitter. Genau. So, und wo habe ich sie jetzt vor Schreck hingepackt? Hier ist sie, das neue Heft. Ich weiß aber schon, ich habe schon einen Abnehmer gefunden für das zweite. Und da ist er, ist das Heft in guten Händen und ja, dann ist es kein rausgeschmissenes Geld. Genau. Also so ist der Plan. Also natürlich gefällt der Pullover jedem. Also das ist so der Eyecatcher von diesem. Ich bin dieses Mal so ein bisschen semi-zufrieden mit den Modellen. Natürlich kann man es nicht jedem recht machen, das ist logisch. Aber es sind auch wieder interessante Artikel drinne und ich zeige euch jetzt mal so im Groben die Modelle, die drinne sind. Das ist wie gesagt der Pullover. Dann haben wir einen Hoodie drinne im Brioche, den finde ich nicht schlecht. Ich würde natürlich viel länger machen. Eine schöne Mütze ist drinne, ein Set mit Loop. Und Handstulpen oder sind sogar Handschuhe, sind diese fingerlosen Handschuhe, also ohne diese Kuppe. Und das ist, das wollte ich schon immer mal lernen. Eine Kinderjacke ist drinne. Oder ist es ein Pullover? Eine Jacke. Eine Jacke ist drin. Dann ist so eine Weihnachtsbaumkugeln, die sind aber, glaube ich, gehäkelt. Muss ich noch mal nachgucken. Ein schönes Sockenmotiv ist auch wie immer drin. Socken sind ja immer drin. Dann haben wir noch eine schöne, einen schönen Cardigan drinne. Ich wusste ja, zwei, drei Sachen sind drin. Deshalb wollte ich die ja unbedingt haben. Da hatten wir ja, man kann ja vorher online, da wo wir sie bestellt haben, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Egal, wenn ihr das eingebt. Dann kommt ihr auf die Seite und da kann man sich die Hefte so ein bisschen angucken, was so für Modelle drin sind. Da hatten wir gesagt, ja. Und das war nämlich unter anderem diese Strickjacke, die finde ich gut. Diesen Vestover finde ich nicht so schön, weil ich hier so ein langer, aber das ist vielleicht für die Leute gut, die im Homeoffice sitzen, die es dann, wenn man sich hinsetzt, auch ein bisschen im Rücken brauchen. Dann haben wir einen Männerpullover drin. Ein schönes Tuch, noch eine Jacke und dieses Cape finde ich auch nicht schlecht. Das ist auch sowas, was man mal so, wenn man so zwei, ich denke mal, da gucken wir auf alle Fälle hin. Alle Modelle gucken wir uns nicht an, aber das gucken wir uns auf alle Fälle an. Ob ich das mit den Blättern da unten so machen würde oder ob ich das irgendwie mit dem Muster abändern würde, aber ich finde das irgendwo schön, wenn man auf der Couch sitzt, so
dieses Cape, das ist so ähnlich wie ein Tuch, aber eben halt hinten gerade und auch vorne dann gerade, sodass das nicht so zippelig ist. Genau. Und dann haben sie natürlich wieder die Wintergarne drin und das sind diesmal alles so ein bisschen, geht so ins Grünliche für den Winter. Hinten geht es um Schoppel. Die haben ja auch immer so ein Heft. Und da ist es jetzt gerade die Nummer 16, die jetzt im Handel ist. Da sind ja dann die Schoppelgarne verstrickt. Hier ist auch Schoppel mit vorgestellt. Und das sind alles so Dikeygarne oder Sportgarne für den Winter. Kuschelig, aber edel. Zum Beispiel haben wir hier von Austermann die Maxine. Die hat 150 Meter auf 50 Gramm mit Nadelstärke 3 bis 4, Schuhe, Wolle und Seide. Die ist bestimmt auch nicht schlecht. Genau. Dann ist diese Aktion, ich glaube, die ist schon vorbei oder läuft noch, ein Schal fürs Leben. Das ist ja nicht so meins. Ich finde die Aktion nicht schlecht, aber das Modell finde ich nicht so toll. Da ist ein Bericht drüber. Natürlich 50 Jahre Anna. Dann haben wir hier eine Gratiszeitschrift zum Herunterladen, wenn man sich bei Crafterie Link in den Niederlanden anmeldet. Dann kriegt man da eine Stricktücherzeitung umsonst. In Hamburg steht am 11. Januar, also alle, die oben aus der Hamburger Ecke sind, die lange Nacht des Strickens an. Am 11. Januar findet das statt. Und zwar im Kulturzentrum Bracula e.V. in Hamburg. Und zwar wird da nicht nur die Abendstunden, auch den ganzen Tag. Aber eigentlich ist es so gedacht, dass man da dann eben halt Schwerpunkt auf Weiterbildung in Workshops. Die Dozenten, zum Beispiel Anna Bauer zum Thema skandinavische Traditionen der Strickmuster, Irina Herrmann, aka Stricken ohne Naht ist dabei, dann Helene Weinhold, Fachredakteurin von Sinnita ist mit bei und ja, alles Mögliche an Menschen, Interviews, Musik und alles. Also es ist bestimmt nicht schlecht, bloß leider zu weit für mich. Genau. Dann haben wir noch drinne. Was haben wir noch? Ach, dann kommen wir zu dem Hoodie und den zeige ich euch, weil ich finde ihn nicht schlecht. Ich weiß, dass Susanne Sommer schon mal so einen Hoodie in der Art gemacht hat, auch mit diesem Brioche. Und ihr wisst, ich liebe es und deshalb zeige ich euch den. Das ist dieser Hoodie. Den gibt es aber nicht einzeln. Wir haben schon auf Revelly geguckt, weil ich hatte die Zeitung ja dann schon beim Livestream mit den Mitgliedern. Hier ist nochmal der Pullover von vorne. Und was ich so nicht schlecht finde, ist, das ist hier oben so mit dem Brioche und zweifarbigem Brioche und dann hast du glatt rechts. Und dann hast du es hier nochmal an den Armen so toll. Ja. Man muss die Kapuze ja nicht stricken, aber man kann sie stricken. Das ist ja dann, bleibt ja jedem selbst überlassen. Das einzige Nachteilige ist nur von Brustumfang 86 bis 117. Also, das finde ich dann wieder nicht so schön. Hier ist er nochmal von hinten. Ich muss bloß gucken, dass ich das wieder alles so euch zeige. So sieht er dann von hinten aus. Also, sprich, die Kapuze. Das Brioche einmal einfarbig, dann wird zweifarbiges Brioche und dann ist unten rechts die dunkle Farbe. Hier sind sie beide drin und hier ist bloß einfarbig. Und dann dieses Brioche an den Ärmeln. Ach, also da kriege ich schon wieder Lust, weil nur weil es eben halt so ein schönes Brioche ist. So, genau. Dann werden wieder Bücher vorgestellt, ist klar. Das sind so die Bücher, die jetzt da so vorgestellt werden. Einige werdet ihr kennen. Und vielleicht ist ja noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk mit dabei für jemanden. Dann haben wir hier so ein Pullover. Der geht
der geht bis 137 Brustumfang von 31. Da sind schöne Muster drin, da kann man sich mal ein paar Muster klauen sozusagen, mal ein paar Inspirationen holen. Aber ansonsten ist es nicht so ganz mein Stil, dieser Pullover. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Aber schöne Muster sind, wie gesagt, mit drin. Hier ist er nochmal so von hinten mit so einem Schulterteil und dann unten runter. Genau, das haben wir. Strickkomfort und Spenden für den guten Zweck. In weihnachtlichen Tannengrün, Rot. Ach so, das sind die neuen Nadeln von Adi, glaube ich. Genau, die Christmas. Da gehen ja 50 Cent an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar im Sauerland. Die stellen sie hier nochmal vor. Das ist auch so eine schöne Aktion dann natürlich. Die sind so ein dunkelgrün und dann dieses rote Seil und dann deshalb eben halt so ein bisschen weihnachtlich. Genau, dann haben wir den Cardigan drin, da sind auch tolle Muster. Da können wir gleich rüberblättern. Dann kommt, wie gesagt, dieser komische Polunder mit diesem Schößchenteil unten. Das. Dann geht es um Alpaka, ein Rapport, denn die Britta Kremke von Zulwul war nämlich in Peru und hat sich das so vor Ort angeguckt. Ist auch ein sehr guter Bericht. Und da sind ja, wie gesagt, unsere Garne her. Und ich denke mal, dass es da etliche Farben gibt, die genauso sind. Die Firma Siuha aber fährt auch hin und guckt sich das immer alles an. Sieht natürlich süß aus, wenn da so eine Alpakas sind, ne? Genau. Und dann ist, wie gesagt, der Pullover von der Titelseite drinne. Und hier kann ich ihn euch jetzt mal wirklich in Gänze zeigen. So sieht er wirklich aus und ich finde ihn natürlich toll. Und da wird nämlich BC Garn von Kremke genommen. Das Baby Alpaka 100% Alpaka 250 auf 50 Gramm. Ja, meins sind 100 auf 100 Gramm 200. Also mein Alpaka ist dafür zu dick. Das ist ja 250 auf 50 Gramm. Das ist ja ein Leitfingering-Garn sozusagen. Also noch dünner als Sockenwolle. Aber ich denke mal, der hält schön warm, weil es eben halt 100% Alpaka ist. Genau. Aber der geht bis Größe, Brustumfang 122. Hier ist noch ein Pulloverbild, wo er von hinten ist. So sieht er. Also die Rundpasse ist schon nicht schlecht. Unten hast du noch diese Rundpasse oder besser gesagt dieses Strukturmuster. Das scheint ja so ein Hebemaschenmuster zu sein, wenn ihr das mal genauer euch anguckt. Da. Ja, das wäre das. Das ist von Regina Bühler, die hat das entworfen. Dann kommt dieser Bananenschal Frosty Winter Color. Da sind dann auch, sind da drinne verkürzte Reihen, Hebemaschenmuster und ein Materialmix aus einem Kaschmir und einem Buckelgarn. Das wäre ja dieses Tuch. Also mit Hebemaschenmuster wird da gearbeitet. Dann, wie gesagt, die Handschuhe und den Loop Rose Dale. Sieht sehr gut aus. Der Loop, ja, ich weiß nicht, ob der nur so accessoiremäßig aussieht. Also für zweimal rummachen ist er mir zu kurz, für einmal ist er mir zu lang. Aber wie gesagt, ich finde das gut mit diesen Handschuhen. Ob man da jetzt das Zählmuster mit reinmacht oder nicht, in der Innenfläche sehen die dann so aus. Irgendwo muss ja der Faden dann mitlaufen, wenn man da außen dieses Colorwork hat. Und das Cape. Und dann das
Also ich finde es nicht mal altbacken, ich finde es wirklich toll. Und ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen, das werde ich garantiert im Winter irgendwann stricken. Und vielleicht auch für meine Mama zum Muttertag oder so. Ja, die hat im Mai auch Geburtstag. Dann gibt es eben mal kein Tuch, dann gibt es eben mal so ein Cape. Den Garten haben sie ja nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen. Mein Papa geht es auch gar nicht so gut im Moment. Also da werde ich erst mal sehen, wie ich jetzt die nächste Zeit eingespannt werde. Kam nämlich heute wieder so ein Anruf. Schmeißt meine ganzen Pläne über Bord. Das Cape geht vom Brustumfang 71 bis 147. Und man kann den dann auch. Ich weiß, dass meine Oma sowas in der Art früher hatte, als ich Kind war und bei meiner Oma gesessen habe. Genau. Mit einer Lesbordüre, wie gesagt, ja, die Blätter kann man ja stricken. Und Material wollten wir noch gucken, auf alle Fälle. 70 recycelte Wolle und 30 recycelte Viskose. Die von Shipyes, die Terrazzo, haben die hier genommen. Lauflänge 175 auf 50 Gramm, also sind das 350. Na, da kann man doch schon was mit der Tibet machen. Die passt doch da. Das sind 366 Meter. Mit Jagd drinne und so. Okay, das ist jetzt. Aber die gibt's ja auch in Silber. Und in Silber könnte ich mir das auch gut vorstellen. Genau. Die Strickdesignerin heißt Sandra Marit Kastmann. Ho, ho. Entschuldigung. Genau. Nitzekit von Schoppel. Ach so. Dann ist so ein Bericht über Schoppel und so drinne. Dann natürlich deshalb auch dieser Cardigan. Der wird nämlich mit Schoppelwolle gestrickt. Das war ja der. Und Schoppelwolle ist eben halt so mit einem Alpzauber-Crazy. 75, 25, 400 Meter. Also die kann man auch mit ganz normaler Sockenwolle stricken. Und in der Größe, die geht, die ist natürlich, das ist wieder so typisch. Deshalb habe ich ja auch mein Celtic Cardigan wieder geribbelt und werde aus der Wolle was Neues stricken. So eine Strickjacken, die so weit auseinander sind. Also ich brauche schon eine Strickjacke, auch wenn ich sie offen trage, wie meine Jacke. Aber sie sollte zugehen. Und nicht, dass die hier hängt und die hier hängt und in der Mitte habe ich mindestens 20 Zentimeter frei. Das ist überhaupt nicht meins. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. 600 Gramm, also das sind ja denn 6 mal, naja, ist auch eine etwas längere, aber in der größten Größe und die kleinste Größe hier, 84 Brustumfang, ist 500 Gramm, 5 Knäuel. Ja, dann ist wieder drin, ach so, bei Crafferty Link kann man dieses Abo bestellen. Genau, deshalb, mir kam der Name bekannt vor. Dann ist natürlich, was ich ganz toll finde, ist diesmal, es ist ja immer irgendein Kurs oder sowas drin. Und diesmal ist Entspannung für die Hände. Mit diesen einfachen Übungen von Helen's Beading oder Spedding halten Strickfans ihre Hände und Handgelenke geschmeidig und vermeiden Schmerzen. Und hier sind ganz viele Übungen und da werde ich wohl die ein oder andere Sache bestimmt mal machen. Dann sind die Weihnachtskugeln und die werden gestrickt. Ja, die werden gestrickt, Tatsache. Und dann werden, ach, die werden gestrickt und dann werden sie bestickt. Ich dachte, die werden gefilzt. Dann haben wir noch eine schöne Lesmusmütze. Die Socken.
Und dann kommt bloß noch die Kinderstrickjacke. Dann habe ich euch ja doch wieder alles gezeigt, aber nicht so ausführlich alles. Die Jacke ist für Alter 8 bis 14 Jahre. Brustumfang 67 bis 80. Und die nehmen hier Superwash Merino und Poly 85 Meter 50 Gramm. Und in der größten Größe 700 Gramm und in der kleinsten brauchst du 450 Gramm. Also eine Maschenprobe von glattrecht 17 Maschen und 20 Reihen und im Zopfmuster, wenn du das machst, dann 24. Genau. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man eine Maschenprobe dann auch in dem Muster macht, weil das zieht sich manchmal zusammen und dann denkst du, wenn du jetzt ein glattrechtes Maschenpröbchen machst, passt alles super, dann strickst du dein Muster und dann hast du nachher, weil es sich zusammenzieht oder, ne, also das kennen wir ja alle. Und der Herrenpullover, da ist nochmal ein großes Bild. Als Vorbild zu diesem Modell mit breiten, mehrfarbigen Bordüren dienen norwegische Fischerpullover. Naja, so sieht er auch aus. Brustumfang 107 bis 137 ist auch nicht so dolle für einen Mann. Die Anleitung stammt aus dem englischen Buch Fisherman's Knits from the Coast of Norway von Line Iversen. Bei Trafalgar Books kommen kann man das Buch kaufen, da ist dieses Muster drin. Aber wer sich die Knitter kauft, hat es ja auch. Okay. Dann stellen sie auf Sylt einen Strickladen vor. Für alle die, die jetzt vielleicht über Weihnachten, Silvester auf Sylt verbringen oder überhaupt an der Nordsee und da mal ein bisschen in Urlaub, da gibt es auch einen schönen Strickladen, den stellen sie hier vor. Und dann kommt schon die Vorschau aufs nächste Heft und da sage ich euch das Datum, also Kalender rausgezückt und aufgeschrieben. Das nächste Heft kommt nämlich in 2 Monaten und zwar am 4. Januar. Und da haben wir dann drinne einen Workshop zu Zunahmearbeiten. Da werden die verschiedensten Zunahmetechniken garantiert vorgestellt. Dann haben wir ein Porträt von Jule Kebelmann von Hey Mama Wolf von der Firma und von Martin Storey von Roven. Dann haben wir ein Garnreport und da geht es diesmal um Mohair. Dann geht es nach Tibet zum Yak. Da ist ein Bericht drin. Und wir haben Strukturmuster-Cardigan, Vereil, Polsterhocker, Kuschelsocken und ein Pulloverkleid drin. Genau. Da sind so ein paar Fotos, was so das nächste Mal mit bei ist. Und dann sind wir schon durch. Dann habe ich auch alles gesagt. Dann kann ich jetzt nämlich in Ruhe, bevor mein Mann... Wie spät haben wir es überhaupt? Ja, was? Dann steht er ja gleich auf der Matte. Es ist ja schon 4 durch. Aber ich werde alles machen. Mädels, denkt dran. Und Jungs, Rabatt kostet... Ach, Rabatt sage ich schon. Ja, im Grunde genommen ist es ja wie ein Rabatt für euch. Die Versandkosten entfallen. Ihr könnt shoppen bis zum Abwinken. Genau. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche und dann gucke ich mal, was ich hier so mit meinen neuen Naturfreunden, mit den neuen Naturgarnen angestrickt habe und was ich mir da einfallen lassen habe. Also ich habe schon so 2 Ideen. Auf alle Fälle kommt die Tibet irgendwie in ein Tuch mit rein. Das steht schon mal fest. Und aus der Lima, die ist aber, ja, die ist robust durch das Leinen, aber trotzdem, wie gesagt, auch weich, weil da ja die Seide mit drin ist. Das wird dann, da werde ich wohl Finger 366, da werde ich Handschuhe von machen. Vielleicht übe ich da ja auch mal endlich so eine mit, aber ich will nicht zu viel versprechen. Ich habe ja genug auf den Nadeln. Aber die Alpaka, die wird auf alle Fälle, mein Mann, der freut sich schon, der hat gesagt, eine Mütze möchte er wieder haben. So eine schöne Fischermütze, wie ich schon mal gestrickt habe.
Und da habe ich gesagt, okay, dann kriegst du aus diesem schönen Strang eine Fischermütze. Das sind 200 Meter, das sollte reichen. Genau. Und die andere Wolle, wie gesagt, da lasse ich mir dann wieder was einfallen. So eine Stirnbänder und so eine Teile kriege ich auf alle Fälle aus einem so ein Teil raus. Mache ich mir gar keine Sorgen. Also, ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende, egal zu welcher Tag- und Nachtzeit ihr das Video guckt. Das ist ja Freitag früh wie immer draußen. Und ja, ich freue mich auf die strickige Zeit. Es soll ja vom Wetter her wieder ein bisschen besser werden, weil jetzt ist wirklich so ein richtiges Couch-Strickwetter. Genau. Also, was mache ich gleich? Video bearbeiten, auf die Couch gehen. Ich glaube, heute Abend, wenn mich nicht alles täuscht, ist ja Mittwoch, da kommt Strickschönmoni. Da habe ich wieder den Knopf im Ohr. Dann kann mein Mann Fernseh gucken und ich sitze und stricke und gucke mir nebenbei den Livestream von Moni an. Eventuell oder das nächste Woche dann halt nicht. Irgendwas finde ich schon. Und ansonsten gucken wir eben halt Fernsehen. Und heute nach Wilsberg hoffe ich nicht, dass, wenn wir wieder umschalten, die Welt zusammengebrochen ist wie letzte Woche. In diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, werdet gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss, eure Kiwi. Macht's gut.